Hallo und herzlich willkommen zu Pillars of Eternity 2 Folge, ich habe keine Ahnung wie viel. In der letzten Folge haben wir die Wasser... A wizard requires a grimoire. Surely you write your chant somewhere. Never. For what would I scribe a song that lives in my heart? In der letzten Folge haben wir die Gilde der Wasserformer ein wenig durchsucht und ich würde jetzt ganz gerne hier oben, weil da waren wir bisher nur in dem Anwesen, mal ein bisschen die Gegend noch durchsuchen, ob hier noch irgendwas ist. Und Unas Luxusgüter. Und dem scheint tatsächlich so zu sein. Wir sind irgendwo Unas Luxusgüter, ich kann nur Unas nicht sehen. Heiß anwesend. Gehen wir doch mal da rein und sagen Hallo. Jede Insel in diesem Miniaturmodell wurde sorgfältig geformt und mit gebogenen Ringen versehen, die auf die Höhe hinweisen sollen. At last. Akira, I have waited a second lifetime. What? There you are. Uhai. Der Geist neigt den Kopf und betrachtet dich. Nach einem kurzen Augenblick schreckt sie die Hand nach dir aus. Ich bin es wirklich. And what kept you? Why should I wait so long for Rikuhu's messenger? Or have you come as Bereth's usher? The foreigners twist even our gods. Should you not be a dwarf? Ich bin kein Pförtner, ich bin eine Wächterin. Ich helfe nur dem Pförtner aus. Er hat ziemlich viel zu tun. Ich bin eine Wächterin. Akira, I have not met one before. Nor will I again, I think. But you are here to take me away, are you not? Well, I refuse to go. Never will I move from this place until justice is done. Sie stampft mit dem Fuß doch lautlos. I follow Magrin's way. Yet sickness took me before my time. I died alone and without honors. It must be put right. My body cannot be left here to rot, forgotten. I feel it there like an itch. Wer bist du gewesen? I have been many things. And in performing my duties, I brought honor to my caste and to my kin. A sea captain, a great explorer. Trusted advisor to the Queen herself. Now, that is before I left the sea for the mountains, to make maps and guide others. Chief Navigator, that is what I made of myself. Weißt du, wo du hier gelandet bist? I can see nothing in this place of death but distant lights. But I feel I must be close to where I died. I have not taken one step since the darkness came. Was ist das letzte, woran du dich erinnerst? The sickness. Days of it. Lying in my own filth as the disease withered me. Blah. I passed from wakefulness to sleep with every breath. But I knew at once when it was over. Ist das der Grund, warum du nicht weitergezogen bist? Könnte ich dir helfen? Was ist der Grund? Some kind of mistake was made, and now Magrin will put it right. I thank you. Please, search my home. My body cannot be far. Göttin des Kriegers, des Feuers und der Transformation. Ich suche ihr Anwesen. Moa meint, dass ihr Körper in der Nähe sein muss, da sie eine Krankheit erlegen war. Sie will, dass ich ihn wieder beschaffe, damit sie bestattet werden kann. Okay. As you like. Ja, das Buch hätte ich nicht mitnehmen müssen. Egal. Oh, noch dringend Arzneien. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die herbekommen soll. Okay. Geld wert, also warum nicht? Da weiß der Hund. Ivy.
Plus 2 Entschlossenheit. Resistent gegen Entschlossenheit Wirkung. Gewährt gruppenweiter Begleitier-Effekt. ...2000 KP ist der Wert. What? ...955. Dann sprechen wir mal mit ihr. Have you found it? Akira, I hope I have not rotted away. Ich habe eine Leiche im Bett gefunden. Ich nehme an, es ist deine. Yes. To think, a Mutaru of the Kahunga tribe left to die alone and forgotten. Unthinkable. Es ist nicht, es sollte nicht schwer werden, die Begräbnisriten zu organisieren. Niemand verdient es, so zu enden. In life I would have faced any challenge. Now you are my champion. Magrin smiles upon your deeds. Take my body to the Temple of Magrin in the Sacred Stair. There is a great fire there that burns eternally. Burn my body there, so that it may be dedicated to Magrin in death. I cannot pass from this life until all is in order. Hm, du musst die Adra-Adern finden und dann wirst du frei sein und dem Rat überlassen werden. Worum sollte mich das kümmern? Hm. You are a blessing. I would complain that you arrive late, but no matter. Magran-Tempel im Bezirk der Heiligen Treppe zum Magran-Tempel im Bezirk der Heiligen Treppe zum Bringen. Dort muss ich sterbliche Überreste einrichten, worauf der Geist zum Rat zurückkehren will. Wo ist dieser Tempel? Irgendwas verpasst oder so? Irgendwas mit Stufen. Gibt's da nicht ein Stadtviertel hier? Heilige Treppe. Da unten. Dann gehen wir erstmal zu dem Anwesen da oben. Schauen wir mal, was da so Lustiges auf uns wartet. I'll see what I can do. Hm. Okay. Kommen wir nicht rein. Feels bad. Gibt's auch nichts mitzunehmen. Ich drücke als Tab, aber hier ist nichts. Im Anwesen waren wir ja schon. Hunter or prey? Hm. Do you seek companionship on your travels across the Deadfire? Why not take a little friend along? We have many animals on offer, all well trained and eager for a new home. Akira, you are. Okay. Sokrates. Das ist Entschlossenheit. Plus 1 Wahrnehmung. Minus 20 Gewandtheit. Plus 1 Macht. Pfannkuchen. Plus 1 auf alle Kraftstufen mit Schlüsselwort. Pfannkuchen. Was zum Teufel? Als Intellekt. 15 Max Gesundheit. 15% Wirkungsbereich. Plus 1 Intellekt gewährt gruppenweiter Begleithilfe. Katrin von Killan, The Cat. Das ist der Unterschied zwischen Intellekt und der Gruppe hält einen Bonus auf Wille. Oh, okay. Prozent Schaden mit Fernkraftangriffen, bis 25% vorwärts kommen. Müsste mal sehen, was mein aktueller Begleiter macht. Intellekt.
Wenn deine Gruppenmitglieder kritische Waffenangriffe gegen deine Gruppenmitglieder fällt, seltener kritischer. Aha. Verursachen sel. Und deine Gruppenmitglieder verursachen seltene kritische Treffer. Okay. Während denn der Radio folgt Wahrscheinlichkeit Angriffe Tapferkeit. Gucken, wie mein aktueller Begleitiereffekt aussieht. Dann bewegen sich im Kampf schneller. Ah, das ist auch nicht so schlecht. Aber heißt bewegen auch Angriff? Oder heißt das nur... Einfach nur, wenn ich von A nach B laufe? Eine Frau mit einer Haut wie gehärtetes Segeltuch richtet sich auf und starrt in die Ferne. Ihre Lippen sind fest zusammengepresst, sie wirkt äußerst nachdenklich. Du bewegst dich durch ihr Blickfeld, sie blinzelt und richtet sich noch weiter auf. So, it will be you, then. Okay, ihre Hand bewegt sich in Richtung der Schwertscheide an ihrer Seite, doch ihr Blick haftet weiter auf dir. Was? You do not know what I talk of, Akira? Then I owe you an apology. I have collected many foes over the years. Some of them would sprint up the mountain to see me push through the jaws of the great eel. Sie atmet tief aus und legt die Hand zurück in den Schoß. Wer bist du? You do not recognize the great huntress of the archipelago? Ah, the candle of infamy burns too bright and too fast. As Nungata Whale Splitter, I cleared the jungles and seas alike of slippery creatures. I earned my foes later, when I hunted a deadlier prey. Sie zwinkert. Piraten? Akira, often. I was a bounty hunter. It's been years since I tossed a harpoon. So now I stay abreast of what bounties need filling. That's Mataru retirement for you. Scheinst du glauben, dass alle hinter dir her sind. An occupational hazard, I say. Hunters do not play well with others. Sie räuspert sich in ihre Faust und wendet den Blick ab. Didn't you help me track down that crab thief in Etua? Nungata blickt zu Takeo auf. So it is true what they say. You never forget a face. Nungata, a pleasure as always. Hard to forget the boy who pilfered half my earnings when he thought my back was turned. Oh, mit erhobenen Augenbrauen verschränkt sie die Arme. That is a vile falsehood. I pilfered a third of your earnings. A finder's fee. Takeo lacht leise in sich hinein, doch Nungata verengelt. Laut verdreht die Augen. Wütend leckt sich Shoti über die Zähne. Welche Kopfgelder hast du? Vermisst du sie jemals, die Jagd? I miss traveling across the archipelago, answering to no one but my empty belly and purse. But this is a younger woman's game. Better that I step aside and make way for aspiring killers, Akira? Interested in taking up the trade, are we? Und Gata streicht sich mit dem Daumen über das Kinn und lächelt, während sie gesagt hat. I warn you that I deal in the heads of the exceptionally dangerous. A lady needs standards, after all. Sie hebt die Augenbrauen und forscht nach Anzeichen eines Zögerns. Nehme an, das bedeutet, dass sie außerordentlich preisgünstig sind. In diesem Fall freue ich mich schon darauf, endlich anzufangen. Ich kann mir auf sich selbst aufpassen. Let's cut your teeth on clever Baina, infamous dwarf mystic of the obscure. A scavenger, I say. Picks off those who trust her for an evening.
And then pockets their coin when she's bled them out. Hmm. Baina was seen traveling on an island due southwest of Asongo. Bevor ich aufbreche, habe ich noch einige Fragen. Ask away, Hunter. Okay, vielleicht auch nicht. Der Typ ist in der Gruppe nicht wirklich beliebt. Das wird nicht gut ausgehen, glaube ich. Waren wir in diesem Palast nicht schon drin? Nee, wir waren nur in Takanos Anwesen. Okay, wir hätten nach unten reingehen können. Whatever. Barati. He smells one touched by the great eel, does Barati. Ein wuchtiger Aumauaner neigt seinen Kopf nach oben und sieht zu dir herunter. Seine Nasenflügel beben vor hungrigem Interesse. Seine Nasenflügel. Okay. You are a woman who sits across a fire with death. Akira. Bleiche Ritterin und ich sind Bekannte. Er nickt und faltet seine Hände im stillen Genuss. For glutting mighty Tangaloa and hurling foes into their next life, Barati can offer payment. Coins for feeding hungry gods. Akira? Du sammelst Kopfgelder? Rewarding those who appease the great eel. This is Barati's cause. May the beasts of the dreaming lands never know famine. Barati neigt seinen Kopf und berührt seine Stirn. Diese Pose hält er voller Ehrfurcht. Wird der Kopfgelder hast du zu vergeben? Tangaloa rolls a hungry eye toward Dichila, a Valian captain who scouts for luminous Ardra in sacred lands. Barati quetscht seine Knöchel, bis sie schneeweiß sind. Akira. Tangaloa knew it would be so. Dichila sails her voyager Elysio around the waters south of Nikitaka. Barati berührt seine Stirn und neigt den Kopf. Ask, but do not keep the great. Okay. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. You songwriters need a guild if you hope to learn discipline. Not so. We speak in the tongue of Ngati and Amira. Your pretty dances may upset the puddle, but we can make it in the sky. I have missed our little talks. Okay, mich wundert, dass das nicht Diebstahl ist. Zu welcher Kreatur auch immer diese Kiefer gehören, sie war eindeutig riesig. True. Vielleicht war es ein Hai. Wer weiß? Ah, da geht's sogar noch weiter hoch. Interesting. Aber vorher gucken wir mal, ob wir hier links und rechts noch irgendwas finden können. Nope, gehen wir mal auf die rechte Seite. Aha, hier geht's noch runter. Da geht's irgendwie noch in die Mitte, aber da kommen wir nicht hin. Die Seiten, die zwischen den Büchern verstreut liegen, weisen auf eine seltsame Anordnung von Buchstaben und so weiter. It is done. Okilidokili. Hier ist auch nichts mehr.
Dann gehen wir mal runter. In den eigentlichen Eingangsbereich. What the fuck is this? While I am flattered by the esteemed Hazanui's confidence, I must wonder how my people are meant to have destroyed an entire colony overnight. Der weilanische Würdenträger sendet über den Gang hinweg einen vernichtenden Blick. Eine Frau im mittleren Alter mit einem kantigen Kinn und von Teer verfärbten Zähnen nimmt es entgegen. You tell us. It's no coincidence that your outpost at Port Maje survived the recent storm. Sie zieht eine zierliche Pfeife aus der Tasche, steckt sie jedoch nach dem straffenden Blick eines Dieners der Königin gleich wieder weg. Oh, das habe ich zweimal gedrückt. Shit. Ein hünenhafter Amanal, der neben dem Thron steht, macht einen kühnen Schritt vorwärts und schaut die versammelten Würdenträger mit behebenden Nasenflügeln Sonic an. Schweigen breitet sich im Saal aus. I say our guest forgets himself. Er räuspert sich. Sein Blick schweift vom Niro zum Rest des Saals. Brother, stand down. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Königin das Verfahren mit einem ausgeglichenen Gesichtsausdruck betrachtet. Sie erhebt sich halb von ihrem Thron und fixiert Prinz Aruihi mit ihrem Blick. You are the one who mistakes my throne room for a sparring arena. I say this is beneath us. Aruihi senkt den Kopf. Langsam richtet die Königin ihren Blick auf dich und belässt es dabei. An interesting visitor in difficult times. You cannot be here to deliver a favorable omen. Redet ihr gerade über Gedanken mit mir, Herr Gedanken? Obwohl ihr Mund sich nicht bewegt, hörst du Onisas Stimme wie eine beharrliche Erinnerung, die sich unter der Oberfläche deiner Gedanken eingenistet hat. Allow me to apologize as I toss you before the wolves. Erlaube mir, mich dafür zu entschuldigen, weil sie hat sich zwar wieder dem Windträger zugewendet, aber dennoch spürst du, dass ihre Aufmerksamkeit sich weiter auf dich konzentriert. This one is a watcher blessed by Tangaloa. I suspect that many of our questions about Hasongo will soon be answered. Die Stimme der Königin füllt den weiten Thronsaal, dem folgt ein gedämmtes Schweigen, dass es an dir ist, sie zu unterbrechen. Woher zum Teufel weiß sie das? Wenn es dem Hof gefällt, ich bin von einem schwer angeschlagenen Port Maje hierher gereist. Der Schaden, der deinen Kolonien zugefügt wurde, war das Werk der Götter. Ich bringe eine Warnung für die Königin. Woher wusstest du, dass ich eine Wächterin bin? She has a keen eye, my sister. Keener than your shooter's bird, Hazanui. Der Prinz nickt der Frau zu, die in der Nähe des rauatanischen Admirals steht. Sein Interesse an ihr ist ungebrochen. Don't listen to him, Ishii. Sie schneidet mit der Zunge in Richtung des bunten Vogels, der um ihre Füße stolziert. Among her other qualities, the Kahanga Queen can speak for herself. Onikaza faltet die Hände im Schoß und hebt erwartungsvoll die Augenbrauen. Der Schaden, der deinen Kolonien zugefügt wurde, war das Werk der Götter. Höflich blicken ängstlich und amüsiert von dir zur Königin auf ihren Thron. Niro scheint besonders verwirrt zu sein. Hasuni Karu hingegen betrachtet dich kalt und forschend. Fuck, I know this one. Her parlor tricks frightened 10 years of every sailor in Queen's Berth. Onikaza hebt die Hand, um den anderen Schweigen zu gebieten. Dann blickt sie zu ihrem Bruder, er nähert sich und die beiden tauschen leise ein paar Worte miteinander, damit sie niemand hört. Erneut hebt sie den Blick zu dir auf. We assembled to discuss the darkening of Hasongo, one of Rawatai's colonies.
Watcher, it seems you have the floor. Lord Mai hat ähnlichen Schaden erlitten, als Erodas hier durchstürmte. Es ist möglich, dass Erodas lediglich auf dem Weg in unbekannte Regionen in Hasoko Halt gemacht hat. Wir müssen etwas unternehmen, bevor Erodas noch weitere Siedlungen zerstört. Vergiss Hasoko, ich bin auf der Suche nach dem Riesen, der dich gegangen. What sailor's tale is this? There's no sane explanation for what's been happening. You keep waiting for one, it'll be too late. Does tilling the soils of the Eastern Reach drive all men mad? You sound as crazy as the Dawnstar Dreamers. Das ist zufällig Hauptquest gerade. Sie betrachtet Eda so, wie man besonders tollwütiges, aber faszinierendes Tier betrachten würde. Have you not heard the rumors, Karu? An Adra Colossus marching across the sea. Sailor tales, but credible ones. Nero verschränkt die Arme. Er wirkt so, als sei ihm äußerst unbehaglich zumute. Ganta Nichese. I'm acquainted with the Watcher of Kadnua from my assignments in Defiance Bay and Twin Elms. Mhm. Tiverus? It explains the colorful nature of your reports. I have seen things with her that are not even told in the most outlandish of sailors' tales. And I'm supposed to take two Valians at their word? Bedeutet auf nur in Palagina. How came a watcher from half the world away to be involved in these happenings? Enlighten the court. Solange Eotas frei herumläuft, sind wir alle in Gefahr. Ich muss etwas unternehmen. Eotas ist unter Ketnur aufgetaucht. Meiner Burg hat damit zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Ich bin ganz gegen meinen eigenen Willen hier. Jedem, der mir noch zuhört, steht es frei, mich zu unterstützen oder mir aus dem Weg zu gehen. Ich segle im Schatten des Riesen und könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Gerard selbst hat mich ausgesandt, um Eotas aufzuspüren. The Lady of Doors must have great confidence in you. Oh nee, Kasas Tonfall zeigt Amüsement, ihr Gesichtsausdruck nicht. Tracking down a god who stands as tall as a mountain. A fisherman with poor eyesight could do this. My priests will trip over their feet to interpret his divine plan. Watcher, can you cut through the din and tell for what he comes to the dead fire? Ja, ich habe vor, Adrasollen einzusetzen, um Erotas aufzuspüren und ihm am Ende die Rede zu stellen. Ich muss ihn zuerst finden oder bei dem Versuch umkommen wieder einmal, was Eotas auch immer erreichen will. Ich werde die Wahrheit schon aus ihm herausbekommen. Die Pläne der Götter sind kein Geheimnis für mich. Eotas wird sich seine Taten verantworten müssen. I believe our course is clear. We will send the Watcher to Hasongo. Onikasa breitet die Hände aus. Sie ist sich der Vernunft ihrer Beschlüsse ganz sicher. Set sail to the west of Nekataka. I would tell you to keep a weather eye out for a lighthouse, but the god of light did not appreciate competition. Mhm. Something to add, Hazanui? You have an eager look about you. She believes herself entitled to my ear, I say. Mhm. Nur kurz wandert Onikasas Blick zurück zu dir. Only that Hasongo is a Raotian outpost. It would be useful for the Watcher to take one of ours along. Oh. Sie deutet mit dem Kinn auf eine andere Frau, die in der Nähe steht. Ma'am. Eine sehr beherrschte Aumauanerin, sehr stramm. Ihre gerunzelte Stirn bildet einen seltsamen Gegensatz zu ihrem ansonsten so freundlichen Gesicht. Zu ihren Füßen putzt sich sorglos ein bunter Vogel. Maya's an expert sailor and a better sharpshooter. The best the Brass Citadel has to offer. Mhm. Sie blickt dir in die Augen und nickt dir langsam zu. Whatever comes your way, she'll see it first. If it gets me and Ashiza out of diplomat duty, we'd set sail with a drunk scolder at the helm. Mhm. Maya seufzt resigniert und stupst ihren Vogel liebevoll mit den Zähnen an. And shut us out entirely?
We have every right to know of any hazards in these waters. Palagino, go with the Watcher. See that the Republics are served in this investigation. Hiro wendet sich den gottähnlichen Krieger an, der Seite steht. Ah, Your Excellency. Pamed Gongs Walias. Palaginas goldene Augen blicken in deine Richtung, doch ihr Gesicht verrät keinerlei Gefühle. That will be enough parading of champions for now. I'm certain that our guest knows how to assemble a crew. Onikaza hebt die Augenbrauen und mustert das Paar. Ich nehme Maya mit. Ist immer gut, einen Gewehr in Hand zu haben. Palagina, willkommen an Bord. Wir brauchen dein Schwert. Warum kann ich nicht beide mitnehmen? Ich brauche... Akira, if you can stand the chattering of unlike minds on your ship, that is your prerogative. Akaza blinzelt amüsiert, als sie den Blick merkt, Maya auszusuchen. Oh, good thing I'm already accustomed to cramped quarters and temperamental birds. Zwinkert Palagina zu. Gedankenverloren reibt sich Shoti mit den Knöcheln über das Kinn. We both have our orders. I have no interest in interfering with you, as long as you do not interfere with me. Alots rascher Blick zeigt seine Zufall. I believe we are finished here. Are we? Aren't we popular? Take care at Hasongo. The dead fire was overfull before Aethys blundered in. Und Ikaza nickt ihr zu und ertragt die Sitzung. And take care with your trading company spies. Wir blicken zu Maya und Palagina. Pass auf mit deinem Handelsgesellschaftsspion. I say it is beyond time our guests lick their wounds somewhere else. Oh, mit einer raschen und unverkennbaren Handbewegung verscheucht er die ausländischen Würdenträger. Bei der einen Einzelklasse. Waldläufer, Speer. Ah, das ist eine Multiklasse, ne? Ja, dann Waldläufer. Was kannst du denn so Schönes? Bindung. Bestimmt ein einzelnes Ziel als Beute, wodurch der Waldläufer und sein tierischer Gefährte einen Genauigkeitsbonus gegen das Ziel erhalten. Der Waldläufer fügt dem Ziel eine Verletzung zu, die dafür sorgt, dass eine Spur hinterlassen wird und die ihm reinen Zeitschaden zufügt. Der Waldläufer kann seinen tierischen Gefährten heilen. Weist den tierischen Gefährten des Waldläufers an, zu einem Ziel zu preschen und damit niedergeschlagen wird. Nimmt ein einzelnes Ziel als Beute, wodurch der Waldläufer das tierische Gefährte. Aha. Waldläufer fügt Zielverletzung zu. Oh. Waldläufer zielt auf den Kopf des Gegners und stört ihn. Okay, das ist hier, Multiklassen sind nämlich der Waldläufer. Und auch Unterklassen Paladin. Markiert einen Feind als den Fokus der rechtschaffenen Raserei des Paladins. Dadurch gewinnt dieser einen Schadensbonus gegen das Ziel, bis der Kampf endet oder das Ziel zu Boden geht. Beschwört das innere Feuer des Paladins herauf seine ausgerüsteten Waffen. Lediglich durch seinen Glauben angetrieben ist der Paladin in der Lage, mit der Berührung seiner Hände zu heilen, wobei er eine epische Menge seiner oder der Gesundheit des Verbündeten in Reichweite regeneriert. Die Verteidigung des Paladins werden direkt dadurch beeinflusst, inwieweit seine Handlungen mit dem Glauben seines Ordens einklangen und so weiter. Aufgewertet ein Feind, Schlüsselfeuer, markiert einen Feind als den Fokus der rechtschaffenen Raserei des Paladins, dadurch gewinnt dieser einen Schadensbonus gegen das Ziel. Bei der Berührung der Hände stellt der Paladin in hohem Umfang die Gesundheit wieder her und wendet die Robustinspiration bei sich selbst oder einem Verbündeten in Reichweite ein. Bade dich in heilige Lichtgegner zur unmittelbaren Umgebung blendet. Aha.
Gibt's gleich drei neue Figuren. Ich würde ja tatsächlich ganz gerne noch mal in den Sänger reingucken. Was der kann. Beziehungsweise ich muss mir auch mal die Gruppendynamik angucken. While we have the chance. Okay, der hat gar nichts. Verringert den Rüstungswert von Feinden. Bei Rufungsbeschwörung, nicht offener Beschwörung, beschwört drei Skelette, die für die Gruppe kämpfen. Entzieht der Umgebung Elektroschall, um drei Blitze zu erzeugen. Ruft durch Schleier und beschwerte Phantome, dass der Gruppe kämpft. Erhöht den Schadensreduktion aller Verbündeten im Wirkungsbereich. Das klingt echt gut. Zeugt eine gewaltige Explosion, die Feinde im Wirkungsbereich betäubt. Dem Feinde im Wirkungsbereich. Holy shit. Fang sinkt Feinde im Wirkungsbereich. Okay, alle sind aufgestiegen. Wir haben schon wieder 37 Minuten voll. Deshalb machen wir den Aufstieg außerhalb. Was ist das hier eigentlich? Phasen, 0 von 3. Okay. Warum auch immer der Sänger keine Dingens hat. Aber schauen wir mal. Zweihändig. Resistent gegen Verfassung. 50% mit Nahkampfwaffe plus ein Phrasen zu erhalten. Sängerbeschwörungen erfordern und konsumieren Phrasen. Bei der Verwendung Phrasen werden nur während eines Kampfes generiert, da der Sänger durch das Singen winzige Seelenfragmente verschmilzt. Zweihandschild plus 15% Schaden. Streitaxt, Streitkolben, Mordaxt unbewaffnet. Aha, also ein Nahkämpfer, wenn man so will. Ich muss mir da mal eine Gruppe überlegen und muss mir das entsprechend mal, wie soll man sagen, zusammenstellen, was man da machen könnte. Ich mache jetzt mal hier einen Cut. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. twitch.tv/dernerd. Könnt ihr mal vorbeischauen. Würde mich freuen. Dankeschön. Ciao, ciao.